Mit der neuen Erkenntnis, dass die Bettwäsche strahlt, erhöht sich die jährliche Durchschnittsdosis, der ich ausgesetzt bin, auf knapp 1,7 Millisievert. Ich habe herausgefunden, dass es unerheblich ist, ob die den ganzen Elemente und diese Truppe in der Bettwäsche auf einen Schlag zerfallen und ich dann diese hohen Werte messe oder über den Tag verteilt. Kopfkissen und Bettbezug sammeln das und sei es als Radongas in sich über den Tag über an. Von der Matratze und von mir ausgehend. Interessant wird jetzt nur noch eine Studie von dem Fraunhofer-Institut, dass Raucher vor allem nach innen strahlen. Ich glaube, wenn man das noch obendrauf dazu rechnet, durch 36 Jahre Kettenrauchen bei mir erreicht man sicherlich schon eine Überschreitung des Grenzwertes, den ich selber ausgesetzt werden darf. Ich dürfte also auch den Staat dazu auffordern, wegen der Strahlenbelastung durch das Tabakrauchen etwas zu unternehmen, weil dadurch überschreite ich für mich selber den Grenzwert durch das, was in mir strahlt. Dass das erheblich ist, habe ich ja mit der Bettwäsche nach außen hin schon festgestellt. Das nach innen wäre sowieso noch einmal den 5- bis 7-fachen Faktor mehr. Erst recht allein ich bin das in der Bettwäsche durch mich selber ausgeben würde. Aber das liegt an der Matratze, die eine ähnliche Fehlentwicklung zu sein scheint wie die genannten Matratzen in Südkorea, wo das Filmmaterial bestrahlt hat. Aber je nach innen gerichtete Belastung durch das Rauchen aufgenommene radioaktiven Zeug ist sowieso viel größer, dass ich mich habe, wo ich mal einen Tag in diese Bettwäsche reinlegen können. Um Erfahrungen zu sammeln. Ich kann also davon ausgehen, dass mit besseren Geigerzählern, mit der Belastung der Bettwäsche und durch das, was ich in mir selber habe, sogar der Grenzwert von 20 Millisievert für Arbeiter überschritten werden kann. Eigentlich könnte ich darauf pochen, dass der Staat mit einer Entschädigungsleistung durch die Tabakindustrie und Behandlung durchsetzt, weil das Tabak strahlt, hat leicht mit einem Geigerzähler herausgefunden werden können und auch strahlendere Tabakblätter von den Nichtstrahlenden vor der Weiterverarbeitung aussortiert werden können. Tabakpflanzen haben diese Stoffe nicht homogen aufgenommen, die Belastung von Boden war regional verschieden und in der Luft durch einzelne Wolken sowieso. Der Tabak wurde aber bei der Weiterverarbeitung sogar kontinental vermischt.